Hallo ihr Süßen, ja, ich war ja heute unterwegs gewesen. Ich habe unter anderem meine DM-Box heute abgeholt und ich werde sie jetzt zusammen mit euch Los geht's. Ich glaube, ihr wisst sowieso schon irgendwie alle, was da drin ist, aber ich finde es trotzdem immer noch total spannend. Also ich weiß natürlich auch schon, was drin ist. Ich habe mir ja auch schon einige Videos bei YouTube angeguckt, was das angeht. Und habe auch schon Fotos bei Instagram unter anderem gesehen. Lässt sich auch nicht vermeiden. Aber das geht immer so schwer auf. Immer so mit diesen Würsteln hier gar nicht so einfach. So, da haben wir sie. Hier mal in den schönen grünen Design. So, von innen. Das Heftchen mit dazu, das lege ich jetzt erstmal beiseite. Dann öffnen wir sie. Also ist meine zweite Box. Eine bekomme ich noch. Und sehr schön. Okay. Gut. Was fällt mir als erstes in die Hände? Das ist von Nivea eine Indus Body Milk mit Kakao und Milch. Für ein weich gepflegtes Hautgefühl, trockene Haut mit Kakaobutter. Ja. Es riecht auch gar nicht so sehr nach Kakao. Diese Indusch Body Milk, die finde ich eigentlich total toll. Am liebsten benutze ich die von Balea. Aber die von Nivea probiere ich auch sehr gern aus. Ich glaube, die werde ich mir mit auf Arbeit nehmen. Da habe ich zwar auch schon eine von Balea, aber die ist ganz gut, weil die nicht so riesengroß ist. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich von Balea Beautiful Long Shampoo. Darüber habe ich auch schon einiges bei Instagram gelesen. Und auch schon, ich stand auch schon im Laden davor. Ich wollte mir die kleine Version davon nehmen. Dachte mir dann aber so, ich habe noch so viel Shampoo, ich muss das ja auch erstmal aufbrauchen. Aber ich freue mich umso mehr, dass es jetzt in der Box ist. Finde ich total toll. Ich bin ja auch dabei, meine Haare jetzt mal wieder lang wachsen zu lassen. Ja, ohne Silikone, mit Phytokeratin und gesundes, kräftiges Haar von Ansatz bis zu den Spitzen. Ich freue mich. Danke dir. So, das ist mega gut. Mega gut, also von Gillette, Venus und Olas zusammen ein Rasierer. Sehr schön. Ich brauche ganz dringend einen neuen. Ich hatte heute auch schon in DM einen in der Hand gehabt. Wusste ja allerdings schon, dass dieser auch in der Box sein wird und habe mir deshalb keinen anderen mehr gekauft. Probiere ich sehr gern aus. Ist ein 5-Klingen-System mit Feuchtigkeitskissen von Olas. Ja, also ist natürlich nur einer drin. Aber sehr schön. Reicht erstmal wieder für ein paar Tage. Freue ich mich sehr. Dann haben wir auch schon, also davon habe ich auch schon einiges gelesen. Das ist von Dove ein Deo. Es soll genauso viel, wie sagt man dazu? Also es soll genauso sein wie ein großes, also das heißt, es soll genauso lange reichen wie ein großes, genau. Ja, aber es ist nicht schlecht, aber es ist eine schöne Größe für die Tasche. Freue ich mich auch drüber. Sehr toll. Also ich muss wirklich sagen, dass ich von den DM-Boxen total begeistert bin. Ich habe ja immer schon Fotos davon gesehen im Internet und alles sowas und auch Videos geguckt bei YouTube und ich freue mich umso mehr, dass ich diesmal endlich gewonnen habe, weil die Boxen sind einfach nur richtig toll. Also von
Da kann sich wirklich Glossy Box und Pink Box und wie sie alle heißen, wirklich noch eine Scheibe davon abschneiden. Das sind zwar alles keine High-End-Produkte, aber das sind alles Produkte wirklich in der Box, die man auch im täglichen Leben sehr gut verwendet. Und ja, also das ist jetzt ebenfalls noch in der Box von Garnier Ultra Lift Intensivserum. Ich glaube, das ist gegen Falten, muss ja, wenn es Lift ist. Das Problem ist, das ist jetzt ein Produkt, was nicht so meins ist, weil ich vertrage kein Garnier. Ich habe schon so oft Cremes ausprobiert, dann dieses schöne Hautöl oder wie das heißt, Bodylotions, und ich kriege, egal was es von Garnier ist, ich kriege davon einen Ausschlag. Leider. Es gibt echt tolle Produkte von Garnier, aber nichtsdestotrotz, vielleicht verschenke ich es oder ich verlose es irgendwann mal. Ihr freut euch ja auch immer, wenn es mal ein Gewinnspiel gibt. Also ansonsten trotzdem ein sehr tolles Produkt. Ja, und dann in der Box ebenfalls, darauf habe ich mich schon sehr gefreut. Ich wusste auch, dass es drin sein wird. Von P2 diese Lacke. Und zwar sind das Lacke, die auch unter der UV-Lampe härten. Das ist zum einen die Base, dann der eigentliche Lack und dann noch der Topcoat. Also es ist so eine Dreiecksgeschichte, nenne ich es jetzt mal. Und die trocknen auch an der Luft, soweit ich weiß, aber auch unter der UV-Lampe. Ich lese ganz kurz mal. Genau, also hier steht auch entweder 2 Minuten bei Tageslicht, aber natürlichem Tageslicht, oder für 90 Sekunden in eine UV-Lampe. Genau, also sind sowohl für natürliches Tageslicht zum Trocknen als auch für die UV-Lampe. Probiere ich sehr gerne aus. Ich bin gespannt. Ich stand heute schon vor dem P2-Regal und habe mir die Lacke schon mal genauer angeguckt. Wie gesagt, ich wusste ja, dass sie in der Box sein werden. Und ja, vom Preis her auch nicht verkehrt. Jetzt gucken wir mal kurz in den Beipackzettel. Hier steht ja immer, was das alles für einen Wert hat. Also die P2-Lacke gibt es in 7 verschiedenen Farben. Und dieses Dreier-Set von den Lacken kostet 11,85 Euro. Der Venus mit Olas zusammen kostet auch 11,95 Euro. Dann von Garnier 10,95 Euro. Okay. Darf kostet 1,85 Euro. Balea 1,45 Euro. Und die Indusch Body Milk 3,45 Euro. Also haben wir jetzt hier einen Gesamtwert von 36 Euro, jetzt mal so grob geschätzt. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich weiß, ihr habt schon bei sehr vielen anderen wahrscheinlich sowieso schon gesehen, was in der DM-Box drin ist. Ich bin halt leider nicht so die Schnellste, was das angeht, weil um mir meine DM-Box abzuholen, muss ich nicht einfach mal so kurz mal in die Stadt, sondern ich fahre dafür extra 40 Kilometer in die nächstgrößere Stadt. Und da kann ich das halt wirklich nur machen, wenn ich mal einen Tag unter der Woche frei habe, was sehr selten vorkommt. Oder halt am Wochenende, und das verschiebt sich dann meistens immer so um 1-2 Wochen, wo sie dann eigentlich schon rauskommt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Jetzt gleich im Anschluss drehe ich noch das Haul-Video von heute. Mit allem, was ich heute so geshoppt habe. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, eure Puppi.